Guten Morgen! Heute möchte ich Euch einmal ganz explizit vor Low Carb Diäten warnen und deren Funktionsweise und die Grundlage der Popularität dieser kohlenhydratarmen Ernährungsform näher bringen. Erstmal, was sind Low Carb Diäten? Das sind Ernährungskonzepte, die auf eine Kohlenhydratreduktion abzielen. Und auch wenn es prinzipiell möglich ist, auch vegan Low Carb unterwegs zu sein, sind Low Carb Diäten doch auch sehr, sehr häufig mit tierischen Produkten belastet und somit gleich doppelt schädlich. Aber in erster Instanz und daher sind diese Low Carb Diäten auch so beliebt, haben sie beeindruckende Kurzzeiteffekte. Ich habe ja selber auch schon eine lange Zeit eine sehr proteinreiche Ernährung ausprobiert. Wer mein Tagebuch bisher verfolgt hat, alle 500 Folgen, der wird das sicherlich auch schon wissen. Und kann diese ersten erstaunlichen Effekte und damit die Begeisterung der Menschen für diese Form der Ernährung komplett nachvollziehen. Denn es kommt in den ersten Wochen, insbesondere in der ersten Woche, dank einer starken Entwässerung zu einer sehr, sehr raschen Gewichtsabnahme. Das liegt daran, dass die Glykogenspeicher entleert werden und Glykogen bindet seinerseits auch wieder sehr viel Wasser. Aber machen wir uns nichts vor und auch an den Kommentaren unter fast jedem Ernährungsvideo bei YouTube erkennt man, dass die Menschen einfach nur schnell und einfach abnehmen wollen. Und ich kann das als Betroffener, der selber 165 Kilo gewogen hat und unter seinem Gewicht gelitten hat, sehr gut nachvollziehen. Wer wissen will, wie ich von 165 Kilo auf jetzt 95 Kilo runter bin, oben die Infokarten. Aber diese kurzfristige Gewichtsabnahme, die auch nach 5 bis 6 Wochen würde ich sagen, dann auch ins Stocken gerät, bezahlt man mit einem sehr, sehr hohen Preis. Und auch hier kann ich bei der raschen Abnahme diese negativen Effekte zum großen Teil auch genauso bestätigen. Also wirklich einerseits rasche Abnahme bestätige ich, andererseits negative Effekte bestätige ich aus meiner eigenen Erfahrung. Und das ist wichtig, dass ihr Euch wirklich immer die Erfahrungen anderer Menschen anhört und nicht nur irgendwelchen Konzepten blind vertraut, sondern wirklich Erfahrungen sind wichtig und sehr viele Erfahrungen und letztlich am wichtigsten Eure eigene Erfahrung. So, bei einer proteinreichen Ernährung kommt es eben zu einer massiven Störung des Energie- und auch des Säurebasenhaushalts. Es kommt zu einer Nierenbelastung, zu einer Leberbelastung, Nierensteine werden gefördert, Gelenkbeschwerden. Es entsteht generell eine proentzündliche Stoffwechsellage und auch psychisch entsteht mit fortschreitendem Festhalten an dieser Ernährungsform, also proteinreich, eine Unausgeglichenheit und eine chronische Unzufriedenheit. Was bei der massiven Überflutung durch die großen Aminosäuren auch völlig normal ist. Da zum Beispiel Tryptophan, der Vorläufer des Serotonin, gar keine Chance mehr hat, durch die Blut-Hirn-Schranke zu gelangen. Warum die so ist, habe ich euch auch schon in einem Video erklärt, warum wir eben Kohlenhydrate glücklich machen, was ihr auch oben in den Infokarten findet. Weiterhin steigt das Risiko für die beiden Haupttodesursachen in Deutschland, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum einen und Krebserkrankungen zum anderen. Die Quelle dafür und die konkreten Erklärungen findet ihr in dem Buch, was ich euch unten verlinkt habe. Auch wird als Grund für die proteinreichen Diäten immer der niedrige glykämische Index aufgeführt. Durch Studien zum Insulinindex von Nahrungsmitteln kommt es zu einem sehr, sehr wichtigen und in der Argumentation um diesen glykämischen Index immer vernachlässigten Ergebnis. Während für proteinarme und kohlenhydratreiche Lebensmittel eine enge Korrelation zwischen dem Gehalt an einfachen Kohlenhydraten und dem glykämischen Index besteht, rufen proteinreiche Lebensmittel, Milchprodukte und fettreiche Bäckereiprodukte im Vergleich zum primär beobachteten Blutzuckeranstieg eine unproportional hohe Insulinreaktion hervor. Und für die Entstehung von vielen Krankheiten ist eben nicht primär der Blutzucker, sondern die damit zusammenhängende Insulinantwort ausschlaggebend. Fisch und Rind lösen eine höhere Insulinausschüttung bei niedrigen glykämischen Index hervor als Pasta oder Haferbrei, die eben einen hohen glykämischen Index haben, was aber irrelevant ist. Die Studien dazu findet ihr auch unten in diesem verlinkten Buch. Und gerade bei Milch und Milchprodukten ist der Insulinanstieg so massiv, dass die immer mehr verbreitete Krankheit Diabetes zum großen Teil auf den Konsum von Milchprodukten zurückgeführt werden kann.
einfache Kohlenhydrate gelten zu Recht als ungesund, weil sie eben auch zu einem schnellen Blutzuckeranstieg führen. Aber bei Proteinen verhält es sich eben exakt ähnlich. Hohe, schnell im Blut anflutende Aminosäurekonzentrationen belasten den Stoffwechsel genauso massiv, wenn nicht sogar noch mehr. Denn nur ein kleiner Anteil wird zum Muskelaufbau wirklich benutzt. Der Rest der Aminosäuren muss abgebaut werden zu Glucose, zu Ammoniak, Harnstoff. Da auch das Statement der American Heart Association, also der Gesellschaft, die sich den Kampf gegen die Todesursache Nummer 1 Herz-Kreislauf-Erkrankungen verschrieben hat, wie das wie folgt geht: Personen, die eine proteinreiche Ernährung folgen, riskieren einen Vitamin- und Mineralstoffmangel sowie Herz-, Nieren-, Knochen- und Leberleiden. Die Grundproblematik, warum diese Low-Carb-Diäten oder generell Diäten so populär sind, und ich rede hier wirklich von Diäten im Sinne einer schnellen Gewichtsreduktion und nicht vom englischen Ursprungswort Diet, was einfach nur Ernährungsweise bedeutet. Das ist die Maßlosigkeit, in der wir aufwachsen. Wir finden überhaupt keine gesunde Mitte mehr. Wir schaufeln in uns rein, was geht, all you can eat und brunchen, bis der Bauch platzt. Ja, für möglichst wenig Geld oder um möglichst viel für sein Geld zu erhalten. Das ist zum absoluten Standard in unserer Esskultur geworden. Weniger ist mehr, ist die absolute Ausnahme in unserer Kultur. Und dann will man eben einfach auch nur schnell und mit Wunderpillen und mit Diätshakes abnehmen. Aber das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Wenn der Geist krank ist, und das ist er bei der Mehrzahl der Deutschen, dann helfen auch keine Diätprodukte, die den Stoffwechsel meist sogar noch mehr aus der Balance bringen. Zum Beispiel diese ganzen Diätpulver sind meist komplett ballaststofffrei. Da nimmt man am Anfang rasend schnell ab, weil der Darm entleert wird und man auch viel Körperwasser ausscheidet. Aber das ist natürlich keine nachhaltige Gewichtsabnahme, sondern nur ein kurzfristiger Erfolg, der die Leute blendet. Gerade die, die keine Ahnung von den Körperfunktionen haben, sind davon natürlich besonders betroffen. Sinnvoll für eine dauerhafte und vor allem eine gesunde Gewichtsabnahme ist eine pflanzliche Ernährung mit einem hohen Vital- und Nährstoffgehalt, mit einer hohen Vital-Nährstoffdichte bei einer gleichzeitig geringen Energiedichte. Und dabei darauf zu achten, wirklich keine tierischen Produkte mehr zu sich zu nehmen, da diese evolutionsgenetisch und auch ernährungswissenschaftlich suboptimal und der Körper einfach nur massiv dadurch belastet wird. Und in einer Studie der Harvard University von 2010 wurden über 85.000 Frauen und 40.000 Männer über 26 Jahre lang beobachtet, mit dem Ergebnis, dass die Personen, die einer Low Carb Ernährung gefolgt sind, eine um 23% höhere Gesamtsterblichkeitsrate hatten als die Menschen, die sonst unter gleichen Bedingungen gelebt haben, aber eben dann keine Low Carb Ernährung durchgeführt haben. Die Sterblichkeit erhöht sich dann natürlich noch einmal, wenn die Menschen herausgefiltert wurden, die auch noch einen hohen Anteil an tierischen Produkten verzehrt haben. So kann man zusammenfassend sagen, dass Menschen, die sich sowohl fett- und proteinreich ernähren und dabei auch noch auf tierische Produkte zurückgreifen, eine wesentlich höhere Sterblichkeit haben als Menschen, die sich pflanzenbasiert und High Carb ernähren. Innerhalb der Mortalität, also der Sterblichkeit, wirkte sich eine protein- und fettreiche Ernährung sogar stärker auf die Krebsmortalität als auf die kardiovaskuläre Mortalität aus, die den meisten ja sofort aufgrund von Arteriosklerose in den Sinn kommt, der Nachvollziehbarkeit, die bei Krebs nicht gegeben ist. Aber gerade eine fettreiche Ernährung pusht den Krebs. Einen möglichen Erklärungsansatz habe ich euch ja bereits in einem anderen Video vorgestellt, oben in den Infokarten vor ungefähr 3 Wochen. Was ihr auch wieder oben in den Infokarten findet. Also meine Empfehlung, ausgehend meiner persönlichen Erfahrung als auch bezugnehmend auf die aktuellen Forschung, meidet diese ganze Low-Carb-Industrie. Denn natürliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, die haben immer einen massiven Kohlenhydratanteil, der meistens mindestens 70-80% beträgt. Und dass Obst und Gemüse das gesündeste für unseren Körper ist, darüber gibt es auch keine zwei Meinungen. Und da ist es auch für den Nichtwissenschaftler naheliegend, dass diese Makronährstoffverteilung einfach für unseren Körper auch das Beste ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen klaren Verstand, wenn es um eure Ernährung geht. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.